Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen zum Start in die neue Handelswoche mit den Ideen im Euro-US-Dollar, im italienischen Aktienindex MIB und mal wieder im Silber. Schön rauskommend aus der Korrektur heute wieder. Das schauen wir uns gleich live in den Charts an. Zuvor allen, die hier auch live zuschauen, einen wunderbaren Start in die neue Woche, Ludger. Grüß dich, einen schönen guten Morgen. Bevor wir in das Webinar reingehen, folgt wie immer der obligatorische Hinweis im Risiko, das heißt der Risikohinweis. Lutz, einen schönen guten Morgen. Den bitte ich hier auch in Gänze zur Beachtung zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Im Normalfall blicken wir ja hier an dieser Stelle immer auf die aktuellen wichtigsten Tagesnachrichten. Wenn wir das heute machen, da kommt nichts. Heute gibt es nichts Wichtiges. Das heißt, heute ein Tag ohne wirklich starke Nachrichtenlage. Es gibt diese Woche ein paar wichtige Nachrichten, die folgen dann in den nächsten Tagen. Heute, wie schon gesagt, nichts. Da ist der Markt sich sozusagen von geplanten Nachrichten selbst überlassen. Auch nicht schlecht. Bekommen wir vielleicht mal ganz ruhige und schöne Bewegungen hier, die ohne den Impact von Nachrichten laufen, aber selbstredend. Es gibt natürlich immer wieder Nachrichten auch bei anderen Wertpapier zusammenhängen. Das heißt hier in anderen Währungspaaren beispielsweise. Da muss man dann als Händler auch immer drauf schauen, wie das Ganze funktioniert. Das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal zeigen. Ich nutze dazu sehr, sehr gerne. Da schaue ich mal eben kurz auf den oberen Bildschirm hier. Ich nutze dazu sehr, sehr gerne beispielsweise hier den Wirtschaftskalender auf investing.com und da kann sich jeder relativ schnell und einfach einen Überblick verschaffen. Das kostet nichts und hilft aber insgemein sehr, sehr stark, alles auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, hier klickt man einfach aus der Liste hinaus auf den Filter oben drauf und sucht hier seine Länder, wo er Nachrichten haben möchte. Und dann hier beispielsweise klickt man auf die Schweiz, dann kommt die Schweiz mit rein und dann kann man einfach sagen, heute, morgen, diese Woche, nächste Woche hier auf Anwenden und damit hat man dann die Informationen relativ schnell auf den Blick und da sehen wir halt, es gibt jetzt nichts, was heute sehr, sehr wichtig ist. Doch auch in der Schweiz, wir sehen es hier, gibt es um 8.30 Uhr oder jetzt gerade zu dieser Zeit gibt es den Beschäftigungsgrad für das vierte Quartal. Das sind dann die Dinge, die man hier sehr, sehr schnell bekommt und dann kann man das Ganze natürlich auch fix durch die Reihe planen. Das also kleiner Ausflug in die technische Sache, wie man die Tagesnachrichten gut vorbereiten kann. Und ich würde sagen, hier halten wir uns jetzt nicht weiter mit den Nachrichten auf, die heute nicht wahnsinnig stark stattfinden, sondern gehen direkt rein in die wichtigen Dinge, die für uns im Handel notwendig sind. Und das ist nun einmal der Chart in unseren, Indizes bzw. Währungen für heute. Wir starten hier gleich mal noch mit dem Euro-US-Dollar wieder. Der Blick rein in unsere Währung hier in der Eurozone und da sehen wir ein Bild, was wir in der letzten Woche schon mal angesprochen haben. Wir kamen ja von oben rauf runter auf diesen langfristigen Widerstandsbereich hier unten um die Marke von 1,12 hier in diesem Bereich rum. Er schwankt der Markt zwischen 1,12 und 1,12,5 in diesem Bereich immer mal wieder her. Warum ist das längerfristig? Man sieht es halt hier in diesem Bereich. Man kann hier sagen, das hier, was wir hier haben in dieser Gegend, das ist ein Bereich, der ist schon immer mal wichtig gewesen, auch in der Vergangenheit hier diese Marke. Und aus diesem Grund hat die auch eine sehr, sehr hohe Marktbeachtung. Und da wird es immer wieder zu starken Bewegungen in dieser Reihe auch kommen, beziehungsweise an diesem Bereich kommen. Und das muss man als Trader auch immer wieder im Blick haben und das lädt dann halt auch immer mal zu verschiedenen Handelsstrategien ein, beispielsweise kurzfristige Abpreisstrategien, wie man das auch immer sieht. Oder das, was ich hier heute mit auf dem Schirm habe, ist, wenn wir uns das ganze Verhalten einfach mal über die letzten Handelstage auch anschauen, dann haben wir hier ein ziemlich normales Verhalten für einen eher bärisch gesehenen Markt. Das heißt, was wir hier in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben, ist, dass der Markt nach oben gelaufen ist und dann obenrum wieder abverkauft hat. Das heißt, wir sehen hier an dieser Stelle fallende Hochs, wir sehen hier fallende Tiefs und wir sehen halt diese starken Abverkäufe von oben nach unten. Das hat in den letzten drei Tagen immer wieder den Markt bewegt und das ist das, was wir hier auch haben. Und das kann halt den einen oder anderen für sich selbst auch gesehen interessant als Kurzfristtrade reinkommen. Übergeordnet ist das Bild weiterhin abwärts gerichtet hier. Wir haben hier nach oben hin ein paar Tagestiefs bzw. ein paar Tageshochs liegen hier um die Marke. Was haben wir drüben von 1,13,557, 1,13,664 und hier 1,13.
13.711. Das sind mal ein paar Vortageshochs. Muss man schauen, wie sich die Marktteilnehmer hier verhalten. Stabilisiert sich der Markt oben drüber, dann kann es durchaus sein, dass wir hier noch etwas weiteren Rücklauf sehen. Dann hätten wir hier untergeordnet auch einen Aufwärtstrend, der in diesen Abwärtstrend hineinläuft. Das heißt, dann haben wir hier die regressive Bewegung innerhalb des untergeordneten Trends, den man dann auf der Stunde auch sehen kann. Aber noch ist hier überhaupt nichts entschieden. Das heißt, das ist der Blick nach oben. Wenn wir uns oben drüber stabilisieren, sind die Chancen da, dass wir weiter nach oben laufen. Ansonsten mit Blick nach unten muss man immer auch auf der Uhr haben, dass der übergeordnete Druck halt vorhanden ist und wir uns wieder der Linie nach unten nähern. Da haben wir hier auf den Weg in die Supports unten rein. Wir haben ja hier das aktuelle Tief dieser letzten Abwärtsbewegung bei 1.12.342 und dann haben wir hier noch das Tief aus dem November im letzten Jahre bei 1.12.154. Das sind Marken, die wir durchaus nach unten anlaufen können, wenn wir jetzt direkt schon runterdrehen. Das muss man sehen und wie es da weitergeht, das sehen wir teils auch im Stundentrend, teils auch nicht. Das heißt, den Weg nach oben haben wir sehr, sehr schön im Stundentrend gesehen. Hier dieser Aufwärtstrend ist halt da gewesen. Jetzt sind wir hier halt wieder drunter gelaufen. Das heißt, hier war die letzte Korrektur. Hier unten hatten wir das Korrekturtief in diesem Bereich. Das war das Tief. Und wir sehen, was der Markt aktuell in diesem Bereich macht. Er piekst immer mal drunter, stößt aber immer wieder hoch, schafft es aber momentan nicht deutlich hoch zu laufen. Das ist das der aktuelle Punkt. Das heißt, hier oben ist so ein Hin- und Her-Getingel, aber man hat sowas in der Art wie eine Trading Range, die man, und das ist das, was ich für die kurzfristigen Trade auch angesprochen habe, die man immer wieder gut und gerne nutzen kann, prallt es hier unten ab, läuft der Markt meistens nach oben, prallt es oben ab, ist er halt in den letzten Tagen immer nach unten gelaufen. Das heißt, die Range ist da, die ist am Leben. Man muss sich nur, wie ich das so schön sage, immer an den richtigen Stellen positionieren, um die Risiken so klein wie möglich auch zu halten. Das also hier der Blick in das Währungspaar Euro, US-Dollar mal vom Tag und die Stunde in das Trading hineingeblickt. Gehen wir zur nächsten Paarung. Nein, wir gehen nicht zur Paarung, wir gehen gleich mal in den italienischen Aktienindex. Was wir hier sehen, ist auch eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte. Ich hatte den MIB schon des Öfteren besprochen, allerdings waren wir da noch auf dem Weg nach unten, wo es ja auch ein paar Erschöpfungssituationen gab. Also das war schon immer wieder interessant, aber was wir jetzt sehen, ist eine deutlich andere Sache. Wir haben einen nach oben trendenden Markt und dieser Markt hat sich mittlerweile vom Tief hier unten hochgearbeitet bis in den Widerstandsbereich hier um die 20.250. Wo kommt der Widerstand her? Hier oben sehen wir es. Das war ein Level, wo wir erst einmal hier unten immer wieder mal abgeprallt sind und dann doch wieder steigende Kurse gesehen haben. Und dann war es halt ein Level oder ist es ein Level, wo wir diesen starken dynamischen Druck nach unten dann irgendwann nachgegeben haben und hier eine Trendfortsetzung gemacht haben. Und das ist natürlich ein Widerstandslevel, wo der Markt von unten erstmal wirklich drüber muss. Und das, was wir hier sehen, finde ich aus momentaner Sicht sehr, sehr interessant, weil wir sehen hier aktuell eine Korrektur auf hohem Niveau, eine hohe Flagge sozusagen. Das heißt, hier haben wir eine schöne aufwärtsgerichtete Bewegung gehabt. Die hat die Marke von 20.000 Punkten auch überschritten und hält sie momentan halt hier oben in diesem Widerstandsbereich. Hier kommt also aktuell kein Verkaufdruck auf, wenn dem so bleibt. Ne? Wir haben ja hier auch eine kleine Range zwischen der Marke von 20.356 auf der Oberseite und 20.118 auf der Unterseite. Das ist hier ein Hin und Her. Eventuell lädt das den ein oder anderen auch fürs kurzfristige Trading an, wenn es passt in die eigene Handelsstrategie. Ansonsten die Punkte auf der Uhr haben. Bruch nach unten heißt dann Ausweitung der Korrektur. Nächster Anlauflevel hier die Marke von 20.000 Punkten. Das ist zum einen psychologisch wichtig, zum anderen ist es halt auch ein Ausbruchslevel hier. Aus diesem Grund kann das gut und gerne mal angetestet werden. Darunter haben wir hier ein Tagestief liegen. Das könnte möglicherweise um die Marke von 19.759 interessant werden. Hier ist dann ein Supportbereich, wo wir gesehen haben, der ist aus technischer Sicht schon interessant gewesen, weil wir sind schon zweimal draufgelaufen und haben danach halt nachhaltig nach oben gedreht. Auch das hier um die Marke von 19.260 Punkten möglicherweise Raum für korrektive Phasen nach unten hin. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn es der Markt schafft, das Ganze hier nach oben rauszunehmen, dann sehen wir halt relativ fix, wo es hinlaufen kann. Hier drüben haben wir Anlaufpunkte auf dem Weg zum nächsten Widerstand hier. Das hatten wir ein Korrekturhoch aus diesem Trend hier nach unten. Das haben wir hier um die Marke von 20.872. Das wäre dann mittelfristig ein Anlaufpunkt, wenn dieser Markt nach oben ausbricht und uns Stück für Stück an dieser Stelle nach oben trägt. Und damit zum dritten Fakt diese Woche, beziehungsweise jetzt im Morgen. Und da schauen wir, wie wir es auch letzte Woche gemacht haben, was wir gesehen haben, den Silberpreis, der trendet momentan wirklich hervorragend. Und das ist das Schöne, was wir hier wieder sehen können. Hier hatten wir die Umkehr unten drunter, hier die Bewegung, hier
die Umkehr unten drunter, wieder schön die Bewegung. Jetzt kommen wir wieder raus aus der Korrektur. Hier gab es das Umkehrsignal, jetzt wird es bestätigt. Dann heißt das, wir haben, wenn die Bestätigung kommt, Raum nach oben hin wieder zum Tageshoch auf die Marke von 16.105 beziehungsweise hier dann das Trendhoch bei 16.213 und darüber hinaus dann, wenn der Markt noch weiter hochlaufen sollte, was wir ja davon ausgehen, wenn sich dieser Trend hier nach oben auch ordentlich fortsetzt, dann ist der nächste Anlaufbereich schon hier die 16.48, längerfristig dann hier oben dieses Top hier bei 17.3. Das muss man erst einmal sehen. Kurzfristig, wie schon gesagt, haben wir die Umkehr da. Fällt die Umkehr zusammen, wird es also jetzt nicht weiter bestätigt, müssen wir nach unten schauen. Da haben wir hier selbstredend erst einmal das Tief vom Freitag um die Marke von 15, wo haben wir es? 15.78 und dann hier noch ein Tagestief knapp drunter bei 17,74 beziehungsweise das aktuelle Korrekturtief bei 15,48. Das nach unten hin, das sind die Marken, die wir hier im Chart haben. Und jetzt schauen wir uns das ganze Bild genau wie beim letzten Mal noch schön in der Stunde an. Und hier sehen wir wieder, hervorragend, ich kann das nur immer wieder betonen, wie wichtig es ist, sich auf das zu verlassen, was im Markt läuft hier. Das hier ist die Korrektur gewesen und wir sehen diese Korrektur auch entsprechend als beendet an, wenn dieser Abwärtstrend gebrochen ist. Und hier, schaut's, das ist der Abwärtstrend, der hier die korrektive Phase eingeleitet hat. Hier haben wir die Bewegungshochs und Bewegungstiefs gehabt hier, das, also die Korrekturhochs und Bewegungstiefs und das Ganze ist mittlerweile vom Markt rausgenommen worden. Ich zeichne nur mal schnell den Abwärtstrend noch fertig, weil ich weiß, hier schauen auch viele zu, die das Ganze auch ein bisschen edukativ mit zur Sache gehen lassen. Das heißt, hier haben wir dann erst einmal die Bildung des untergeordneten Aufwärtstrends gehabt und dieser untergeordnete Aufwärtstrend ist mittlerweile wieder federführend. Warum? Weil wir halt mit diesem Trend über das aktuelle Trend hoch, also Korrektur hoch dieses Abwärtstrends hier gelaufen sind und damit natürlich die Richtung nach oben weiter ansteuern können. Und das ist das Interessante, was wir hier jetzt sehen. Wir kommen aus der Korrektur raus und laufen weiter nach oben. Das heißt, der Markt stabilisiert sich auch über diesem Level hier. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn sich das Ganze fortsetzt, haben wir dann, wie schon gesagt, erst einmal mit Blick in den Chart hier rein auf den Stundentrend. Hier die Korrekturhochs auf dem Weg nach oben noch zum Anlaufen und dann selbstredend die Marken, die ich auf Tagesbasis mit eingezeichnet habe. Das sind interessante Punkte. Das ist das Potenzial, was wir hier entsprechend im Silber sehen. Und damit haben wir doch alles gegeben, um hier den Markt auch gut beurteilen zu können. Das heißt, was wir jetzt an dieser Stelle selbstredend brauchen, ist eine Fortführung dieses Aufwärtstrends. Das wäre dann die weitere Bestätigung. Die klassische Bestätigung kam natürlich, als dieser Trend sich fortgesetzt hat. Jetzt müssen wir nur sehen, dass der Markt den Raum weiter braucht und dann können wir nach oben laufen. Ansonsten, wenn wir hier aus der Korrektur heraus jetzt noch nicht nach oben laufen, wäre es so natürlich, dass sich hier dieser Aufwärtstrend noch nicht fortsetzt und wir etwas tiefere Korrektur sehen. Das müssen wir hier einfach abwarten. Aus diesem Grund kann man mit diesem Setup, mit Beobachtung auch des Marktes sehr, sehr gut planen, wann man wo in den Markt mit reingeht. Und das ist ja das Interessante, was wir hier aus dem Chart direkt mit rauslesen können. So, jetzt schaue ich noch mal rein, ob wir noch Fragen bekommen. Ach, doch, noch einige Live-Zuschauer, auch mit direkt mit Guten Morgen grüßen. Rolf, Steffen, freue mich wirklich sehr, euch hier auch wieder dabei zu haben. Jetzt schaue ich nochmal, kommt jemand mit Fragen rein? Nein, aktuell gibt es da keine weiteren Fragen. Von der Seite her möchte ich sagen, einen ganz, ganz lieben Dank für die Zeit heute Morgen. Ich hoffe, der gute Start gelingt hier allen in die neue Woche. Danke für die Grüße und wir hören, lesen und sehen uns morgen wieder um 8.30 Uhr im Live-Webinar. Den Blog gibt es natürlich vorher. Also allen einen guten Montag. Tschüss.